In unserem ersten Beitrag heute geht es mal wieder um eine Selbstverständlichkeit im Straßenverkehr. Das Einfädeln. Auch schon mal genervt gewesen, weil einer an der ganzen Schlange vorbeifährt und vorne versucht, die Spur zu wechseln. Aber so falsch ist das gar nicht. Bei Spurverengungen wie vor Baustellen kommt das Reißverschlussprinzip zur Anwendung. Eigentlich simpel, doch viele Autofahrer wissen nicht, wie man korrekt einfädelt. Da haben sie Leute noch nicht so drauf. Ne? Da ist es dann fällt man noch weiter hinten ein, meistens oder sehr viele. Ja. Es tut jeder, sagen wir, wo der Pole Position sein, zieht bis vorne und er wird vorne drückt. Dann muss man sich nicht verhungern. Wieso haben wir einen kilometerweise Stau? Es gibt auch Querschläge, wo einfach entweder fahren bis zum Schluss und dann wollen rein oder einfach stur niemand reinlassen. Früh einfädeln ist nett gemeint. Doch genau das ist laut Fachleuten das Problem. Wenn ich eine Jacke zumache, mache ich den Reissverschluss auch nicht in der Mitte zu, sondern ich fange an einem Ort an. Das heisst, wenn es zwei Fahrstreifen hat und einer endet, dann wäre der Reissverschluss meine zuvorderst vorne, dass man dort den Reissverschluss macht. Und nicht irgendwo hinten dran, sondern wirklich bis zuvorderst vorne fahren und ganz vorne. Aber den Leuten auch Platz lassen, möglichst Leute einlassen und dann geht es speditiv vorwärts. Im Gesetz ist der Reißverschluss nicht explizit geregelt. Das Bundesamt für Straßen empfiehlt jedoch, besonders bei Stau bis ans Spurende vorzufahren und dort einzufädeln, wenn eine Lücke frei wird. Wenn man etwas mehr Rücksicht nimmt und die links die Lücke vergrößern, dann geht es im Endeffekt viel schneller. Weil stocken tut es nur, wenn die links eindrücken. Und dann führt es zu Problemen. Wenn man aber von Anfang an schaut, dass die Lücke etwas offen ist, dann ist es kein Problem. In der kommenden Baustellensaison werden wir ausreichend Gelegenheit haben, den Reißverschluss noch etwas zu üben.